Ist auch noch? Das ist meine Cousine. Das ist. Nein, das ist hier Fatma, Großkriminell. Ja, das ist die Schwester von meiner Verlobten. Don, Hamnet! Der Mann in dem schwarzen Mercedes wird von Hassan Don genannt. Nach Don Corleone, dem Mafia-Boss im Film Der Pate. Don arbeitet nach eigenen Angaben als Postzusteller. Hassan versucht, die Familienverhältnisse zu erklären. Er ist mein Cousin, sein Vater ist der Bruder von meinem Vater und ist gleichzeitig der Mann von meiner Schwester, also mein Schwager. Mein älterer Cousin, der ist auch mit seiner Schwester verheiratet. Genau, meiner Schwester. Warum heiratet man so innerhalb der Familie? Dass die Familie wächst. Wir sind ja nicht umsonst 1000 Menschen. Ja, das ist halt so bei uns, Tradition. Und so könnte man es halt immer klären, wenn was zwischen der eigenen Frau ist, ist es immer anders, wenn man mit einem Fremden verheiratet ist oder seine Schwester einem Fremden gibt und die sich dann nicht verstehen, dann gibt es halt immer Blut. Und so kann man es mit der Familie immer regeln. Wenn der Vater zum Beispiel der eigene Onkel ist, dann ist es immer anders. Viele Clanfamilien stammen wie die Berjawis ursprünglich aus dem Nahen Osten. Als Mitte der 70er Jahre im Libanon der Bürgerkrieg ausbricht, leben dort zahlreiche arabische Gruppen. Libanesen, Palästinenser und sogenannte Malamie-Kurden, die aus dem Südosten der Türkei in den Libanon geflohen waren. In den 70er und 80er Jahren entschließen sich viele zur Flucht nach Deutschland. Sie kommen über Ost-Berlin in den Westen, beantragen Asyl. Die meisten bleiben in Berlin, andere siedeln sich in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen an. Nach Schätzungen des Bundeskriminalamtes gehören deutschlandweit rund 200.000 Menschen zu Clanfamilien. Viele von ihnen leben in Berlin. Hier gibt es rund 20 arabische Großfamilien mit jeweils bis zu 1.000 Mitgliedern. Kriminell ist nur ein kleiner Teil davon. Hassan Berjawi wurde in Berlin geboren. Er lebt, wie er sagt, hauptsächlich von Sozialleistungen. Einen Schulabschluss hat er nicht.